Herzlich willkommen zu diesen Gedanken zum Sonntag Judica am 29. März 2020. Eigentlich sollten wir an diesem Wochenende Konfirmation feiern, hier in der Marienkirche in Neermemmingen, vor der ich stehe. Aber der Coronavirus bringt alles zurzeit durcheinander. Er hat das Land, ja die ganze Welt im Griff. Und so können wir hier keine Gottesdienste feiern. Aber dank der modernen Technik können wir auf anderem Wege im Namen Gottes miteinander verbunden sein. So sind wir beisammen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade und der Friede Gottes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr erleben wir eine ganz besondere Passionszeit. Das, was wir in diesen Tagen und Wochen erleben, das hätte sich zu Jahresbeginn keiner von uns vorstellen können. Wir fahren das öffentliche Leben herunter. Wir beschränken uns auf Kontakte im engsten Familienkreis. Fasten, einmal ganz anders. Die Passion, das Leiden, wird uns in diesen Tagen leider nur zu sehr bewusst. Die Angst vor Verlust wird greifbar. Verlust von Gesundheit, Verlust des Alltags, Verlust der Freiheit. Wir sorgen uns um Angehörige, den Arbeitsplatz und unsere Finanzen. Schmerzlich ist die eigene Begrenztheit und Abhängigkeit zu ertragen. Wenn ich mir die Dimensionen dieser Krise bewusst mache, die weltweiten Auswirkungen gerade auf die Menschen in den Armenvierteln, in den Slums dieser Welt, dann stockt mir der Atem. Leicht kann ich ins Klagen, ja in die Verzweiflung geraten. Mein Glaube dagegen zeigt mir eine andere Sichtweise. Mein Glaube lehrt mich Gott vertrauen. Mein Glaube hält mir die Hoffnung vor Augen und lässt mich auch in der Krise das Positive sehen. Hören wir auf den Predigttext aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Herr öffne sein Wort für uns. Amen. Liebe Gemeinde, der Schreiber des Hebräerbriefs setzt einen besonderen Fokus auf einen Ortswechsel. Er vergleicht das Leiden Jesu mit dem Tempelkult. So wie die Opfertiere außerhalb des Allerheiligsten geopfert werden, so ist auch Jesus in seinem Leiden nach draußen gegangen. Der Hebräerbrief zeichnet also eine Bewegung nach. Vom religiösen Zentrum, vom Tempel hin nach draußen in die gewöhnliche Welt. Das Göttliche zieht aus dem Heiligen, dem ihm bestimmten Ort, hin zu den Menschen, in die Welt, in den Alltag, in das Säkulare. Für mich heißt das übersetzt ins Hier und Jetzt: Gott ist gerade jetzt nicht nur in den Kirchen und Kathedralen unserer Welt zu finden, sondern Christus zieht es von der Kirche hinaus zu den Menschen. Hin zu den Kranken in den Krankenhäusern, hin zu den Alten, die in den Heimen abgeschottet sind. Gott ist gerade jetzt zu finden bei den Menschen, die um ihre Existenz bangen. Bei den Menschen, die sich sorgen, wie sie mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen sollen. Gott ist bei den gestressten Familien, da, wo man Kinderbetreuung organisieren muss, wo Langeweile und Frustration beim selbstständigen Lernen die Nerven belastet. Gott zieht aus den Kirchen, um bei den Menschen zu sein. Gott ist jetzt gerade bei den Menschen, die einen Angehörigen verloren haben
und denen nun die tröstende Umarmung fehlt. Im Hebräerbrief heißt es weiter: So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Der Hebräerbrief fordert uns auf, es Gott gleich zu tun. Raus aus dem Egoismus, hin zu den Menschen. Das heißt in der Corona-Krise nicht, dass wir die staatlichen Maßnahmen der physischen Kontaktaufnahme ignorieren sollen. Nein, vielmehr heißt es für mich, interessiere dich für das Leben und das Leiden der anderen. Bleibe nicht in deiner eigenen Blase, sondern sieh hin. Steh den Menschen bei. Es gibt viele Menschen, die das tagtäglich in ihren Berufen tun. Lange Zeit haben wir ihnen wenig Beachtung beigemessen, sie aus unserem Blickfeld verbannt. Die Pflegekräfte, die Ärzte, die Sprechstundenhilfen. Es sind die Menschen, die jetzt unter erhöhter Ansteckungsgefahr sich aussetzen, um anderen zu helfen, sich um die Kranken, die Bedürftigen und die Alten zu kümmern. Da gibt es auch die Menschen, die unsere Versorgung am Laufen halten, die Lkw-Fahrer oder die Angestellten in unseren Supermärkten. Sie gehen ganz konkret hinaus, um sich um uns zu sorgen. Aber die Aufforderung des Hebräerbriefs, sie gilt nicht nur diesen Menschen, sondern sie gilt uns allen. Jeder kann etwas zur Mitmenschlichkeit beitragen. Das können wir gerade auch unter den staatlichen Kontaktbeschränkungen tun. Denn wie es so schön in einem Text, der gerade viral geht, heißt: Nicht alles ist abgesagt. Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt. Beziehung ist nicht abgesagt, Liebe ist nicht abgesagt, Zuwendung ist nicht abgesagt. Gott kommt aus dem Heiligen, Gott kommt aus den Kirchen, kommt aus seinem Bereich zu uns in unsere Häuser. Denn seine Zuwendung ist nicht abgesagt. Auch wenn wir Gottesdienste absagen, ist sein Wort bei uns. Gottes Nähe ist gerade jetzt besonders spürbar. Gottes Leidenschaft für seine Menschen zeigt sich gerade in solchen Krisen- und Leidenssituationen. Denn Gott geht dorthin, wo Menschen leiden. Das kann jeder von uns auch tun. Denn Kontakt ist nicht grundsätzlich abgesagt, sondern Kontakt vollzieht sich in einer anderen Art und Weise. Wie gut, dass wir die modernen Medien haben. Schicken wir doch einmal jemand eine WhatsApp, der in unserer Chatliste ganz weit unten ist. Der Griff zum Telefon kann ein solcher Schritt auf Menschen zu sein. Oder auch ein Klick am Computer. Es kann das ernst gemeinte Danke an der Supermarktkasse sein oder der Applaus am Fenster. Neben all den Katastrophen und dem Leid entdecke ich in diesen Tagen so viel Mitgefühl und Dankbarkeit. Ich bin stolz, in so einem Land, in so einer Gesellschaft zu leben. Mit so viel Leidenschaft stehen wir einander bei. Die junge Generation nimmt so viel auf sich, um die Risikogruppen zu schützen. Nur gemeinsam können wir diesem Virus entgegenstehen. Da heißt es: Herausgehen aus der eigenen Komfortzone, hin zum Menschen. Da heißt es, geliebte Gewohnheiten und Freizeitaktivitäten aufzugeben, um eben dieses Leben zu schützen. Ich staune, was wir als gesamte Gesellschaft auf uns nehmen, um eben das Leben, die Gesundheit zu schützen. Es zeigt mir, dass das Leben an sich mehr wert ist als der wirtschaftliche Erfolg oder die Freizeitaktivität. Dafür leiden wir jetzt alle zusammen. Damit wir nicht entscheiden müssen, wer es wert ist, beatmet zu werden und damit am Leben zu bleiben. Das ist für mich eine Passion, ein Leiden für den Wert des Lebens.
So eine Passionszeit habe ich noch nie zuvor erlebt. Diese Zeit, sie wird uns verändern. Ich bete darum, dass wir aus dieser Zeit das Positive mitnehmen können, dass wir das Leben wertschätzen, dass wir all das, was wir bisher für selbstverständlich hielten, wieder neu schätzen lernen und es dankbar annehmen. Denn mit der Corona-Krise begreifen wir zumindest ein Stück weit. Wir haben das Leben nicht in der Hand, sondern sind auf Gottes Gnade und seinen Segen angewiesen. Er stehe uns jetzt bei und schärfe unseren Sinn für das Wesentliche. Amen. Lasst uns miteinander für uns alle beten. Mitleidender Gott, ich bringe vor dich die Menschen, die ich zurzeit nicht besuchen kann, die Menschen, die mir fehlen, die Menschen, die allein leben, die Menschen, die einsam sind. Sei du ihnen nahe und schenke neue Möglichkeiten der Begegnung. Ich bringe vor dich die Menschen, die Angst haben, die Menschen, die sich Sorgen um ihre Arbeitsstelle und um ihr Auskommen, die Menschen, die überlastet und gestresst sind, die Menschen, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Sei du ihnen nahe und helfe ihnen beim Tragen ihrer Lasten. Ich bringe vor dich die Menschen, die das tägliche Leben aufrechterhalten, die Menschen, die sich in heilenden und pflegenden Berufen um andere kümmern, die Menschen, die in den Laboren nach einem Impfstoff oder Medikamenten forschen, die Menschen, die in den Unternehmen, in unserer Stadt und unserem Land Verantwortung tragen. Sei du ihnen nahe, schenke ihnen Kraft und neue Ideen. Ich bringe vor dich die Menschen in unserer Gemeinde, die Konfirmanden, die heute nicht feiern können, die Trauernden, die einen Angehörigen beerdigen mussten, und alle, die deinen Zuspruch benötigen. Sei du ihnen nahe, schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen Sie in diese Tage mit der Hoffnung, mit der Kraft und der Hilfe Gottes. Gehen Sie mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.